Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Part der Disney Analexi Challenge. Ich weiß leider nicht, welcher Part heute ist, aber das ist auch egal, denn hier schneit es wunderschön und das Haus leuchtet in allen seinen Farben auf. Genau, wir sind hier heute zurück bei der lieben Anne und bei dem lieben Akeno. Im letzten Part hatte die liebe Anne ja eine kleine Stimmung, dass sie gerne wieder Single sein würde wollen. Und ich weiß noch nicht genau, was ich mit dieser Stimmung anfangen soll. Aber in diesem Part, ich freue mich sehr auf den Part. Und ja, ich bin auch ganz schön aufgeregt. Was? Wir müssen noch 4 Tage die Woche arbeiten. Okay. Ja, wir werden auch bald, wahrscheinlich bald aufsteigen. Und ich habe ja gesagt, wenn wir so Stufe 10 sind, werden wir auch die Schwangerschaft langsam antreten. Aber bis dahin sind die zwei Single-Eltern. Single, hä? Ja, haben die beiden keine Kinder so. Ja, nee, ich gehe da jetzt nicht ran. Ich habe keinen Bock auf unbekannte Anrufe. Ja, ich schaue gerade mal, welcher Part das hier ist. Weil ich wäre jetzt auch nicht so ganz vergesslich sollen. Okay, das ist Part 18. Na gut. Und ja, also wahrscheinlich müssen wir mal schauen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir zu Part 20 wahrscheinlich schon schwanger sein können. Also kurz nach Part 20. Aber in dem Part habe ich auch was Cooles geplant. Also ich bin selbst auch sehr müde, muss ich sagen. Deswegen lasse ich die mal hier was essen und dann können die gleich ins Bett gehen. Kannst du mal bitte einmal die Schüssel für Olaf füllen? Ja, ich habe ja dann auch im letzten Part aus, einfach, weil ich so genervt war, dass sich der liebe Akeno immer nur nach oben gesetzt hat und Computer gespielt hat, habe ich den Computer erstmal ins Inventar gemacht, weil mich das einfach sehr genervt hat. Akeno wünscht sich auch ehrenamtlich tätig zu werden. Und vielleicht können wir das ja morgen mal machen. Hätte ich auch Bock. Und ich würde morgen gerne einmal wandern mit den zwei vielleicht gehen. Das finde ich nämlich ganz süß, weil ich habe für morgen etwas Kleines geplant. Darauf freue ich mich schon sehr. Wir haben schon 9.400 Simoleons, wie cool. Ja, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr findet, dass Ender gut reinpasst, könnt ihr mir das geben. Das wäre in ihrer Karriere mit großer Wahrscheinlichkeit befördert. Dann nehmen wir doch mal unternehmerisch. Weil wir brauchen Beförderungen. Okay, gibt's sonst auch noch irgendwas, Profi? Weil wir wollen ja schnell befördert werden. Und dann passt es ja ganz gut, wenn wir das so haben. Mir später voll gut vorstellen, wenn sie so Kinder hat, dass sie ihrem Sohn oder ihrer Tochter so Lernen beibringen, könnte ich mir voll gut vorstellen. Gebe ich ihr auch mal. Okay, und sonst, ich glaube, sonst bin ich das eigentlich gar nicht, sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden. Weil dann haben wir nämlich jetzt zwei Stimmungen. Einmal unternehmerisch, Belohnungsmerkmal und Mentoren. Und damit können wir halt ab, wenn wir Stufe 10 in einer Stufe haben, Sims das schneller beibringen. Dann haben wir voll cool das Wissen wegen Unternehmerfähigkeit. Hohes Selbstbewusstsein, fähiges Begeistern wegen der Bergtour. Möchte im Moment kein Kind mitfühlen. Musterhaftes Cycling, verantwortlich. Oh, ja. Also sie hat schon ganz schön viele Merkmale. Finde ich voll krass, weil ich hatte lange nicht mehr ein Zimmer, so viele Merkmale hat, aber hat sie. Schon komisch. Okay. Aber die beiden können ja danach auch mal ins Bett gehen. Ich weiß gar nicht, ob die beiden überhaupt jemals schon ein aber ich muss mal schauen, Leute. Es könnte sein, dass das ein bisschen verbuggt ist. Wir müssen mal schauen, ob die hier noch was werfen. Oder nee, ich packe die mal einmal dahin. Und wenn die noch was werfen, dann sind die verbuggt. Dann lösche ich die einmal. Sie liest jetzt noch ein Buch. Und zwar sogar das Kletterbuch. Das heißt, damit wird ihre Fähigkeit leicht noch ein bisschen hochgelevelt. Wo ist denn Kletter? Ach, da hat sie Stufe 6. Stimmt, ich wollte ja wahrscheinlich Klettern und Snowboarden auf Stufe 10 bringen. Müssen wir mal schauen, ob wir es schaffen. Sie hat es jetzt auch mal geschafft. Sie ist ja Stufe 7 in der Kletterfähigkeit erreicht. Anne kann jetzt Energieriegel herstellen, die auf lange Bergtouren und beim vorsichtigen Klettern auf der höchsten Kletterroute hilfreich sind. Das ist ja cool. Dann kann sie das mal einmal wegräumen.
So, und dann geht sie ins Bett. Weil es ist jetzt schon 22 Uhr. Und dann müssen wir unbedingt noch. Ich wollte, dass du ins Bett gehst, Girls. Okay, jetzt sitzen zum Glück mal alle. Okay, Anne muss auf Toilette und duschen gehen. Danach kann sie mal zu Olaf gehen und ihn einmal umarmen. Ihn was? Du kannst ja mal, weil ich wollte ja ein bisschen wandern gehen, wahrscheinlich gleich. Kannst du mal bitte einmal Lunchpakete machen? Vielleicht ein Veggie-Hummus-Sandwich und ein Thunfischsalat-Sandwich. In der Zeit kümmert sich nämlich, guck mal, hier ist es schon wieder, selbst vernachlässigt. Wenigstens die glücklicher Single. Vielleicht verliert sie Ideen ja bald. Wäre schon schön. Jetzt die Sandwich einmal vor. Das könnte natürlich noch ein bisschen dauern, deswegen könnt ihr beiden hier draußen einmal Olaf befehlen zu bewältigen. Dann könnt ihr nämlich eure Beziehung noch ein bisschen höher machen. Denn er probiert das jetzt hier gerade einmal alles zu einem Lunchpaket zu machen. Ach, ist das das vegetarische Sandwich? Ja. Dann kriegt das N einmal. Und dann macht er sich jetzt einmal das Thunfisch-Sandwich. Ich wollte Olaf befehlen zu bewältigen. Olaf, komm doch mal bitte einmal her. Supi! Okay, und dann kannst du ihn ja noch trainieren, probier mal mit ihm Sitz zu machen. Okay. Ja, dann haben wir das nicht. Aber ihr könnt ja trotzdem noch einmal Sitz probieren. Jetzt wandern. Und zwar gehen wir hier oben in den Park mit dem Makeno zusammen und werden dann da eine kleine Wanderroute machen. Weil ich habe etwas Kleines geplant für den Tag und das wollen wir natürlich dann halt auch probieren zu machen. Man muss bald wandern mit dem lieben Akeno. Wir machen nämlich jetzt so kleine Routen und fangen an mit dem Bambuswald. Jetzt habe ich natürlich Olaf nicht mitgenommen. Aber weil das ja beim letzten Mal sowieso immer gebackt hat, geht das schon. So, ich dachte, wir gehen nach links. Schauen, wie lange wir noch wandern. Also wir sind zwar, wir haben gerade erst angefangen, aber wir können ja trotzdem mal schauen. Nee, jetzt nicht. Der regt mich irgendwann wirklich auf. Also manchmal denke ich mir so, wieso sind wir ein Paar geworden? Aber dann weiß ich wieder, es war die richtige Entscheidung, mit ihm zusammenzukommen. Aber in ein paar Momenten zweifle ich dran auch. Okay, wir hätten da vielleicht mal klettern gehen können. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Vater vorne. Das Kleine ist geplant. Ich glaube, das da vorne ist ja der Tempel. Okay, dann sind wir da gleich. Das ist doch schön. Dann könnt ihr nämlich hier mal eure Lunchpakete auspacken. Packt mal eure Lunchpakete aus. Weil ich glaube, ihr seid jetzt fertig. Dann könnt ihr hier ein Selfie machen. Danach, oh, jetzt essen sie, wie süß. Könnt ihr noch ein Bild zusammen machen? Wo mache ich schon mal Fotos zusammen hier? Fotos mit Akeno. Machen wir dann gleich noch. Und dann, ja, und dann sage ich es euch gleich, was wir gleich noch machen. Du kannst ruhig Fotografie mögen. Okay, oh mein Gott. Okay, Leute, und N wird jetzt einmal zu ihm gehen und ihn einmal seine Wange streicheln. Und ja, wird ihm einmal sagen, wie dankbar sie für ihn ist, dass er jeden Tag an seiner Seite ist und dass sie ihn über vom ganzen Herzen liebt und dass sie einfach so glücklich ist, ihn zu haben. Und er sagt, N, ich bin so dankbar, dich zu haben. Und es war damals die richtige Entscheidung, nicht weiter als Arzt oben auf dem Berg zu leben, sondern für eine kurze Zeit Polizist zu sein und dann zu merken, dass ich das eigentlich gar nicht will. Aber durch das habe ich dich kennengelernt und dafür bin ich so dankbar. Du hast mein Leben verändert und du bist der Mensch, der mich jeden Tag umso glücklicher macht. Und ich würde das gerne bis zum Rest unseres Lebens machen. Also, dass du mich bis zu unserem Rest unseres Lebens jeden Tag glücklich machst. Und ich hoffe, ich mache dich auch jeden Tag glücklicher. Und los! Oh mein Gott! Jetzt macht!
Ich kann nicht mehr warten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Juhu. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Süßis. Och Mono. Die beiden sind verlobt. Oh. Aber Anne wird danach mal noch hier hinten ein bisschen wandern gehen, genau. Eine Runde klettern gehen, damit wir Belastungsgrenze, damit die beiden, also damit sie noch ihre Fähigkeiten ein bisschen höher kriegt. Okay, sie ist jetzt auch einfach richtig glücklich, weil sie verlobt ist, wegen Lebensstil glücklicher Single. Anne ist jetzt verlobt und wird bald heiraten. Tolle Neuigkeit. Allerdings bringt das eine Menge Verpflichtungen mit sich, wenn man eigentlich daran gewöhnt ist, Single zu sein. Ach Mann, ich freue mich voll. Urvertrauen. Wunderschöne Wanderung. Ach guck mal, sie ist sogar mit Liebe verbunden. Also damit meint sie das Lunchpaket. Ach Mann. Und er ist auch richtig glücklich verlobt. Oh, sie wurde schon wieder angegriffen. Wir haben es jetzt geschafft. Wir haben es geschafft. Sie ist extrem Sportfan. Wir haben es geschafft, Leute. Okay, jetzt ist nur die Frage, was geben wir ihr jetzt? Vielleicht geben wir jetzt eine Supermama. Warte mal. Ja, ich glaube, Supermutter passt ganz gut. Und ich glaube sonst. Oder was muss man denn in Mount Come Baby machen? Selfie mit. Nee. Nee. Dann lass doch lieber die Supermama ihr geben. Und da müssen wir mal schauen, ob wir das machen oder nicht. Oder ihr schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr was anderes besser findet zu ihr. Könnt ihr mir mal schreiben. Genau, ich lasse jetzt hier noch ein bisschen Klettertour machen. Er kann ja dann nach Hause gehen. Und sie lasse ich jetzt aber hier noch ein bisschen klettern. Liebe Anne. Ja, Leute, leider ist sehr genervt, weil sie ist immer noch sehr genervt, was wegen dem Single-Ding da. Ich weiß ja nicht, wie ich das sehen soll, weil. Also zum einen finde ich, passt zu Anne, dass sie sich denkt, boah, ich will ein Single sein. Zum anderen denke ich mir so, sie ist unfassbar glücklich mit Akeno. Wieso sollte sie dann kein Single sein? Also, wieso sollte sie dann Single sein, wenn sie so glücklich ist mit Akeno? Und das ist Zwiespalt. Ich habe mir jetzt aber mal überlegt, dass ich jetzt mal hier die Sache einmal einsammeln will. In der Zeit kannst du mal einmal dir Frühstück machen. Akeno muss heute zur Arbeit. Deswegen sind wir heute alleine. Das tut für uns vielleicht aber auch mal ganz gut, weil somit können wir dann einfach mal ein bisschen andere Sachen machen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, wir gehen da jetzt auch auf jeden Fall nicht mit. Also wir könnten halt mitgehen, aber irgendwie habe ich jetzt dazu gerade nicht so Lust. Aber wenn ihr Bock habt, könnten wir auch mal mit Akino zur Arbeit gehen. Aber ich will diese Arztkarriere lieber nochmal mit einem komplett anderen Zimmer erkunden. Vielleicht in einem anderen Let's Play. Deswegen bin ich daran jetzt gerade nicht so interessiert. Mann, dass ich den Bug hatte, das hatte ich wirklich noch nie. Zum einen ist halt auch cool, aber ich werde auch nicht einfach so unendlich viel Geld auf einmal haben, weil wir sind ja, also wir haben ja viel Geld, weil wir so gut in der Karriere vorangeschritten sind, aber trotzdem. Jetzt halt auch nicht am Schluss haben, dass da 100.000 Simoleons stehen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Anne und Akino am Schluss sehr viel Geld haben, aber ich werde auch nicht, dass sie zu viel Geld haben. So, dann können wir ja mal, dann können sie jetzt hier einmal das essen und dann würde ich danach einfach sagen, kann sie ja mal ein paar Pflanzenpakete aufmachen. Ja, ich weiß jetzt halt auch nicht, wann sie diese Belohnung oder dieses Bestreben entfernt bekommt.
Weiß ich halt nicht. Wenn das halt weg ist, ist sie halt dann wieder viel glücklicher. Weil das finde ich halt ein bisschen blöd, dass das jetzt gerade so die Hochzeit übertrumpft. Aber somit kann man halt auch sagen, dass sie einfach nicht so weiß, was sie will, ob sie eine Single sein will oder ob sie verheiratet sein will. Und vielleicht kriegt sie halt wirklich kalte Füße, weil sie sich so denkt, wenn man jemanden heiratet, dann, oder er sagt, vielleicht weiß sie, dass Akino sich Kinder wünscht. Und vielleicht denkt sie sich jetzt so im Nachhinein, wieso habe ich keinen Mann geheiratet, der sich keine Kinder wünscht? Weil sie wünscht sich ja eigentlich keine Kinder, aber Akino. Und ja, deswegen, also sie will ja eigentlich keine Kinder, aber Akino würde halt gerne Kinder haben. Und deswegen ist das für sie halt unfassbar schwer zu wissen, soll ich jetzt ein Kind bekommen oder soll ich halt kein Kind bekommen? Ja. Reicht das halt auch erstmal. Genau, also ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie einfach Angst hat davor, dass, weil vielleicht wurde ihr das halt so beigebracht, so. Also ihre Eltern sind halt überhaupt nicht an dieses Ganze. Nee, eigentlich nicht. Weil ihre Eltern interessiert das einen Scheiß, ob eine Frau arbeiten muss und der Mann, nee, und die Frau sich ums Kind kümmern muss und der Mann arbeiten muss. Das interessiert die Eltern von ihr auf gar keinen Fall. Aber, also ich glaube, sie hat halt einfach Angst davor, dass wenn die beiden jetzt heiraten, vielleicht Akino dann doch irgendwann sagt, ich würde mir jetzt doch gerade gerne Kinder wünschen und sie aber das eigentlich gar nicht will. Davor, glaube ich, hat sie einfach ein bisschen Angst und ich glaube, sie hat halt auch einfach Angst, weil sie Akino halt so liebt, dass wenn sie ihm halt sagt, sie will halt keine Kinder oder jetzt gerade nicht, dass er dann halt so sagt, so gut, dann war es das mit uns. Weil ich wünsche mir halt Kinder. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie am Schluss dann doch halt sagt, wir können es probieren, aber ich weiß nicht, ob ich eine gute Mama sein will, weil eigentlich will ich nicht unbedingt Mama sein, aber wir können es ruhig probieren, ein Kind großzuziehen. Aber das können wir dann schauen. Wir werden jetzt hier aufs schwierige Abfahrt fortlaufen, hohe Identität. Weil dann kann sie so noch ein bisschen ihre Fähigkeit auf ein bisschen Snowboard fahren. Weil ich glaube, sie muss jetzt einfach nachdenken, was sie darüber denken soll. Oh Gott, ein Kind, also was sie denkt jetzt halt einfach darüber nach, ob sie ein Kind haben will, was hat die Hochzeit zu bedeuten. Und ja. Okay, Leute, und jetzt schauen wir uns noch mal einmal zusammen an, wie sie Snowboard fährt. Weil ich will noch ein paar Bilder machen, wie sie springt. Stopp, stopp, stopp. Krass. Davon brauche ich ein Bild. Nein, ich will ein Bild machen. So, Mann. Ja. Und dann. Oh, das sieht geil aus, Girl. Sieht so richtig fake aus, so. So wie so in einer Werbung. Oh mein Gott, sie hat Schuhe. Oh, das sieht auch geil aus. Geil. Los. Mach, 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 mach. Und. Wow. Oh, das ist geil. So wie so eine unsichtbare Bank, wo sie sich gerade so draufsetzt. Geil. Okay, sie hat jetzt auf jeden Fall Stufe 9. Deswegen lasse ich sie jetzt hier hinten noch ein bisschen klettern, weil sie muss jetzt nicht Stufe 10 noch erreichen. Aber, ach nee, warte, komm mal nach hier oben. Vielleicht kletterst du einfach hier oben noch ein bisschen weiter. Fortlaufen, Klettertour, Belastungstraining. Weil ich weiß gar nicht, ob es so eine höhere Wand gibt. Oder kommt man hier halt auch weiter? Ne, ich lasse sie jetzt noch ein bisschen klettern. Bis der liebe Akino Schluss hat. Und dann war das so ein richtiger Endtag. So den ganzen Tag klettern zu sein, den ganzen Tag Sport zu treiben. Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass das halt so ihr Leben ist. Wenn sie halt alleine ist, dann macht sie halt sowas hier, weil sie ist halt auch richtig glücklich. Ich liebe es zu klettern, auf ins Abenteuer, die freie Natur, Abfahrt im Stil. Die Piste geschreddert. Ich glaube, sie liebt das halt einfach und das finde ich halt so schön. Und deswegen passt das. Und wir können halt einfach sagen, Akino kann ja auch noch einmal hier hinkommen und dann kann er ja hier Skifahren auf leichter Abfahrt in hoher Identität. Aber zieh dir mal bitte was anderes an, Boy.
Okay, ich glaube, es reicht jetzt erstmal. Wir fahren jetzt einmal nach Hause, weil ich wollte die beiden jetzt noch was zum Abendbrot machen lassen. Vielleicht kocht Akino auch noch ein bisschen und Anne geht mit dem Hund ein bisschen draußen laufen. Das finde ich passt ja auch ganz gut. Wir können es ja einmal machen. Geh du mal vielleicht mit dem Hundi eine Runde joggen und du kannst Abendbrot servieren. Aber wir machen mal nur eine Family-Größe, weil das reicht ja auch voll klar. Es kann Tofu-Tacos geben. Er kocht jetzt gerade. Ach Leute, ich liebe das Haus irgendwie. Ich mag das Haus richtig gerne. Also ich mag halt den Flurbereich irgendwie voll gerne und ich liebe die Küche irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso. Hier waren wir zwar bisher wenig drin, aber vielleicht wird das ja noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube auch nicht, dass Enzo jemand ist, die jetzt unbedingt sich da hinsetzen würde und einen Film schauen würde, weil Enzo ist jemand, die mal ist die ganze Zeit in Bewegung und liebt es irgendwie beweglich, was zu tun. Und du sollst die Tofu-Tacos fortsetzen. Okay, Akino hat jetzt Stufe 3 der Kochfähigkeit erreicht und bürstet jetzt einmal hier den Hundi noch einmal, streichelt ihn ein bisschen. Und dann kannst du ihn ja einmal zum Fressen rufen. Dann könntest du einmal hier draußen die Pflanzen gießen, weil Anne hatte ja vorhin nicht die beste Laune, die Pflanzen zu gießen. Nee, nee, du sollst noch ein bisschen joggen gehen. Ich will, dass du noch Stufe 9 wirst. Los, los, los. Du hast es gleich, du hast es gleich. 97, 97, 97. Nein, noch kurz. Noch kurz. Nein, nicht in die Sterne gucken. Joggen gehen, joggen gehen. Los, los, los. Los, los, los. 99, 100, 101. Okay. Wir haben es geschafft. Komm nach Hause. Och Mann, ist das süß. Hast du dir schon was zu essen genommen? Ja, wahrscheinlich schon. So. Dann nimm dir doch bitte was aus. Nee, geh du mal erstmal auf Toilette. Und duschen. Dann nimmst du die Reste. An dieser Stelle werde ich jetzt auch erstmal den Part beenden. Ich hoffe, dass euch dieser Part Spaß gemacht hat. In den nächsten Parts werden wir auf jeden Fall mit Anne zum Job gehen. Darauf freue ich mich auch sehr. Wahrscheinlich werde ich aber auch ein bisschen alleine ohne euch spielen. Aber darauf freue ich mich sehr. Weil wenn wir Stufe 10 geschafft haben, gehen wir nie mehr mit Enzo zum Job. Auch wenn ich sagen muss, mir hat die Polizeikarriere so viel Spaß gemacht. Aber mir reicht es einmal, die Karriere zu spielen. Deswegen glaube ich, werden wir es dann auch erstmal lassen. Ich würde mir halt so doll von EA irgendwann wünschen, dass sie mehr aktive Jobs haben. Weil es macht halt so Spaß, mit den Sims zur Arbeit ge zu gehen. Und ja, da würde ich mir einfach mehr Jobs so als Auswahl wünschen. Okay, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und dann tschüssi. Bis bald, ihr Lieben.